Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einem etwas anderen Video, denn ich erkläre euch heute in diesem Video mal, wie es darum wie es ja sich überhaupt um Lüftersteuerungen dreht, was überhaupt ja für eine Lüftersteuerung, was das eine ist und so weiter und so fort. Da möchte ich gleich mal anfangen damit, dass es verschiedene Lüftersteuerungen gibt. Es gibt Lüftersteuerungen per Software, das heißt Softwares, die eure Lüfter steuern, übers Mainboard dann so gesehen, wenn der Lüfter ans Mainboard angeschlossen ist, kann er dann über eine bestimmte Software, wie zum Beispiel Speedfan, gesteuert werden und dementsprechend die Schnelligkeit konfiguriert werden. Standardmäßig passt sich nämlich der Lüfter eigentlich der Wärme an, und da es meist nicht so cool ist, wenn man jetzt ein 120 mm Lüfter hinten am Gehäuse hat, ist es schlecht, meist ein Standardgehäuselüfter zu verwenden. Dann gibt es natürlich auch noch diese manuell steuerbaren Lüfter oder Lüftersteuerungen, zum Beispiel am Gehäuse. In drei Stufen gibt es die meist, in langsam, mittel und schnell. So gesehen werden dann meist immer zwei bis drei Lüfter bei einem Lüfter die Luft reintransportiert, bei einem größeren. Und bei zwei etwas kleineren Lüftern oben und hinten meist raustransportiert die Luft. So gesehen wird die dann unten eingeführt und oben wieder rausgepustet. Und so gewährleistet sich halt ein ziemlich kühler PC-Betrieb, da sich keine Stauwärme, also dass wir hier keinen Stau von Wärme haben und dass die Luft immer wieder ausgewechselt wird. Im PC ist ganz gut eigentlich für den PC, weil er dann immer schön kalte, frische Luft bekommt. Das ist ganz gut, die kalte Luft für einen PC. Das kühlt auch die Komponenten dementsprechend runter und die Lüfter zum Beispiel von der Grafikkarte oder vom Prozessor kriegen dann auch besser diese ganze Luft zugespielt. Ja, dementsprechend möchte ich dazu mal sagen, es gibt unterschiedlichste Lüftersteuerungen. Es gibt Lüftersteuerungen von 2 Euro, ja, bis zu, ich weiß nicht, 500 Euro. Man muss da wirklich wissen, was man nimmt, beziehungsweise meist, also als Lüftersteuerung sehen ja meist immer diese Steuergeräte für Lüfter. Das heißt, man hat so mehr oder weniger so einen kleinen Kasten, den man in den PC reinfahren kann oder einfach außen auch halten kann und dort so ein kleines Zahnrädchen verdreht oder einfach per Knöpfchen dort rumspielt und die Schnelligkeit anpasst. Und das würde ich euch aber nicht unbedingt empfehlen, ihr könnt es gerne machen. Ist auch nicht schlecht, wenn man das so hinten dran hat. So ein, als Beispiel jetzt zum Beispiel eine Aerocool Touch 2000. Das kostet 40 Euro, kann man alles per Touch einstellen. Muss man halt nur die entsprechenden Lüfter anschließen und dann kann man da alles einstellen. Ist eine ganz gute Steuerung. Bloß ich würde persönlich empfehlen, sich ein Gehäuse mit Lüftersteuerung zu kaufen. Da lässt sich es meist immer in drei Sachen einstufen. In niedrig, mittel und hoch, also die Lüftergeschwindigkeit, und das ist komplett ausreichend. Dann merkt ihr auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel gar keine, also die Lüftersteuerung auf sehr niedrig habt, also und dann ein Spiel spielt, was ziemlich große Anforderungen hat, dann merkt ihr auch, aha, okay, da kommt ziemlich heiße Luft raus. Wenn ihr dann aber die Lüftersteuerung von ganz niedrig nach hoch oben schießt und die Lüfter sich ganz schnell drehen, dann merkt ihr, okay, es wird kühler und die Luft wird immer kühler. Und letztendlich ist es viel besser für die Komponenten, wenn alles ein bisschen kühler ist. Dementsprechend, ihr könnt es per Lüftersteuerung so machen oder einfach am Gehäuse. Ist auch nicht schlecht am Gehäuse, ist auch nicht schlecht, wenn man es anders macht. Aber so ist es am besten, meiner Meinung nach, beziehungsweise am praktischsten. Per hinterer Lüftersteuerung natürlich manuell über so ein Touch-Teil oder auch andere Sachen. Oder naja, meist teure Variante, hier einfach ein Gehäuse hinstellen mit den entsprechenden, ja, mit der entsprechenden Lüftersteuerung, die drin schon verbaut ist. Ja, abschließend, was gibt es noch zu sagen? Lüftersteuerungen sind eigentlich immer besser als normale Lüfter. Normale Lüfter machen eigentlich nur Schrott. Deswegen würde ich auch dementsprechend fast jedem empfehlen, bei dem der PC zu heiß wird, eine Lüftersteuerung zu kaufen. Oder einfach mehr Lüfter einzubauen. Geht auch, aber man muss die Lüfter auch irgendwie steuern. Und das geht nun mal am leichtesten über eine Lüftersteuerung. Ja, das war's schon mit dem kleinen Erklärungsvideo. Das
ist nur ganz kurz gewesen, aber eine Lüftersteuerung ist nun mal nicht viel, aber ist gut zu wissen und ich denke, das war's auch. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.